Um Europameister zu werden, wie viel Übung steckt eigentlich dahinter? Weit mehr als mir eigentlich lieb ist. Ich mache das Ganze jetzt mittlerweile schon seit 10 Jahren und Europameister bin ich geworden, ich glaube 2016. Mhm. Und seitdem eigentlich durchgehend, ja. Im Prinzip sollte man schon schauen, dass man mindestens 1 Stunde am Tag macht, in der Regel. Ja. Es kommt natürlich immer auf die Person selbst an. Mhm. Ich kenne Cuber, die üben 8 Stunden am Tag, tatsächlich jeden Tag. Ich kenne andere, die üben die gleiche Zeit, sind aber bei weitem nicht so gut. Mhm. Es kommt immer auf die Person selber an. Wir betrachten es nicht in Zeit, wir betrachten es in Solves. Ja? Bedeutet, ich setze mich zu Hause hin und mache eine Average of 100, sprich ich löse den Würfel 100 Mal. Das ist quasi mein Tagespensum. Ja? Und in der Regel schaue ich, dass ich mindestens 200 Solves täglich mache. Das ist eine gute Basis, auf der man sagt, okay, damit komme ich weiter. Ja? Man braucht sehr, sehr viel Aufwärmen. Man sagt solche Warm-up-Solves, ja? Indem man einfach nur Würfel löst, Würfel löst, Würfel löst, bevor man die optimale Performance erreicht hat. Ja? Und wenn man die optimale Performance erreicht hat, dann hat man das Problem mit zitternden Händen, nassen Händen, kalten Händen und versucht man sie irgendwie warm zu halten. Ja? Das heißt, man hat immer irgendwo einen Würfel dabei, ja? Den man versucht irgendwo die ganze Zeit zu lösen, irgendwelche Algorithmen zu performen und so weiter. Ja? Rein würfeltechnisch, ich habe bestimmt schon an mehr als 1000 Würfel gekauft. Ja? Anfangs waren die recht billig, mittlerweile kostet ein Topmodell doch zwischen 25 und 80 US-Dollar. Aber das Ding ist wirklich dann Hightech, da sind Magneten verbaut in jedem einzelnen Ding. Wenn man den zerlegt, das ist ein Wahnsinn. Ja? Also mittlerweile ist es nicht einfach nur noch billiges Plastik, sondern teilweise auch wirklich ein sehr, sehr durchdachter Mechanismus.